Es gibt noch zwei Fragen, die gekommen sind, die ich gerne beantworte. Die eine war, wieso wir mit dem Radlader den Mais da hinten verdichten und nicht zum Beispiel mit einer Walze. Um das etwas veranschaulichen, habe ich hier ein Bild, das man sonst eigentlich braucht, um zu zeigen, wie man den Boden schonen kann, also wie sich die der Druck durch die Tiefe verlagert. Und ich habe jetzt das, ich weiss, ich bin kein Künstler, probiert aufzuzeigen, wie das wäre, wenn man mit einer Walze fahren würde. Also der Unterschied ist eigentlich, je schmäler der Pneu bei gleichem Gewicht, desto tiefer runter geht der Druck. Und wenn wir eine Walze nehmen oder einfach sonst einen ganz breiten Pneu, dann verteilt sich der Druck auf so eine grosse Fläche, dass er einfach nicht mehr tief runter mag. Weil das Material, wenn das frisch reinkommt, auch ein dazu neigt, zum, wie ein Schwamm, sich immer wieder ein bisschen, wieder ein bisschen Luft überzukommen, ist es wichtig, dass man tief unten eben den Druck auch noch anbringt. Die zweite Frage war wegen der Verdaulichkeit des Mais. Also hat jemand gehört, die Kühe können den Mais gar nicht ganz verdauen. Also grundsätzlich ist es so, dass ja eigentlich kein Lebewesen irgendetwas hundertprozentig verdauen kann. Irgendetwas kommt immer wieder hinaus. Aber wir probieren das natürlich so gut wie möglich herzubringen. Aber es gibt verschiedene Faktoren, die helfen, dass eben möglichst viel verdaut werden kann. Das eine ist, dass man den richtig lagert, also schon beim Silieren, dass der Körnerkräcker, den ich euch im Video gezeigt habe, die Körnchen verschlagen. Nur wenn die verschlagen sind, kann die Magensäure das dann auch genug angreifen und verdauen, dass am Schluss die Kuh aufnehmen kann. Das andere hat mit der Lagerung zu tun, also dass man es genug lang lagert, dass es super vergärt ist, das hilft. Und dann ganz entscheidend die Fütterung, dass die Zusammenstellung von der Futterration, die Kuh überkommt, dass das zusammenpasst. Wenn alle Bausteine in der richtigen Menge in dieser Futtermischung drin sind, dann kann die Kuh vom Ganzen auch viel mehr verdauen, als wenn es sehr einseitig ist. Würde ich jetzt also an einer Kuh nur Mais-Silage ohne etwas dazu und ohne Gras futtern, dann ist es tatsächlich so, dann wäre das nicht gut, dann könnte sie ja überhaupt nicht das Optimum rausnehmen.